Kannst du deinen Gesprächspartner bei dem Telefonat nicht richtig verstehen? Dann ist eventuell die Hörmuschel kaputt. Wie du die bei deinem iPhone austauschst, zeige ich dir in diesem Video. Die Reparatur ist recht leicht und du solltest ungefähr eine halbe Stunde einplanen. Das folgende Werkzeug empfehle ich dir: einen Pentalobe-Schraubendreher, einen Phillips-Schraubendreher, einen Saugnapf, ein Hartplastikplektrum, eine Pinzette, einen Stahlspatel und einen Spatscher. Darüber hinaus empfehle ich immer noch die Magnetmatte, damit die Schrauben ordentlich wegsortiert werden können. Solltest du bei der Reparatur an einem Schritt nicht weiterkommen, nutze unsere bebilderten Anleitungen auf der Internetseite. Dort hast du auch die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen. Viel Spaß bei der Reparatur! Bevor ich mit der Reparatur beginne, schalte ich das Gerät aus, damit ich keine Kurzschlüsse im Gerät verursachen kann. Bevor ich das Gerät öffnen kann, muss ich noch die beiden Pentalobe-Schrauben, die links und rechts von der Ladebuchse liegen, entfernen. Ich hebe jetzt das Display an, indem ich meinen Saugnapf relativ weit unten am Display ansetze und zusätzlich nehme ich mein Plektrum, mit dem ich das Gehäuse gegen den Tisch drücke. Ich hebe das Display mit dem Saugnapf an und sobald sich ein Spalt auftut, schiebe ich mein Plektrum dazwischen und versuche dann mit einer Hebelbewegung das Display vom Gehäuse zu lösen. Jetzt kann ich das Display anheben. Dabei ist aber zu beachten, dass an diesem Ende die Anschlüsse des Displays liegen und die dürfen nicht überdehnt oder zerrissen werden, weil sonst ist das Display beschädigt. Die Kontakte des Displays sind mit 5 Schrauben und einem Blech gesichert. Die 5 Schrauben dürfen nicht verwechselt werden, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann. Ich löse die Schrauben und entferne danach das Blech. Das Blech entferne ich vorsichtig mit der Pinzette. Jetzt liegen die Kontakte frei und ich kann sie nacheinander lösen. Ich beginne mit dem Anschluss für die Frontkamera und löse dann den Anschluss für den Home-Button. Danach löse ich den Anschluss für das Display und zuletzt den Anschluss für den Touchscreen. Und jetzt entferne ich das Display. Die Hörmuschel ist mit einem Blech und 3 unterschiedlich langen Schrauben befestigt. Ich löse zuerst die 3 Schrauben. Und dann entferne ich die Abdeckung. Jetzt klappe ich die Frontkamera hoch, um die Hörmuschel freizulegen und entfernen zu können. Um die neue Hörmuschel einzusetzen, muss ich die Frontkamera hochbiegen und dann die Hörmuschel zwischen Frontkamera und Annäherungssensor legen. Dann drücke ich das Frontkameraflex herunter und drücke die Frontkamera in die Führung, halte aber weiterhin den Finger drauf, denn sonst würde das Ganze wieder auseinanderfallen. Dann lege ich das Blech wieder auf und gucke, dass hier oben die Nasen durch die beiden Löcher gucken. Und als nächstes, ich halte es immer noch fest, setze ich eine Schraube wieder an, damit das Ganze so zusammenhält. Übrigens die Schrauben nicht zu stark anziehen, da sonst der Lack am Display beschädigt werden kann. Dann sieht man an der Front die Spitze der Schraube. Und mit der dritten Schraube sitzt dann alles wieder perfekt. Ich bringe jetzt das Display wieder an und dafür müssen zuerst die 4 Kontakte an das Logic Board angeschlossen werden. Die dürfen dabei nicht überdehnt werden oder gerissen werden. Ich beginne mit dem Kontakt für den Touchscreen, befestige dann den Kontakt für das Display, danach für den Home-Button und zuletzt für die Frontkamera. Jetzt kann ich die Kontakte mit dem Blech und den 5 Schrauben wieder sichern. Dabei ist es ganz wichtig, dass ich die Schrauben nicht vertausche.
Eine zu lange Schraube würde in dem falschen Gewinde das darunterliegende Logic Board beschädigen. Mögliche Fehler wären ein Ausfall der Hintergrundbeleuchtung oder ein Bluescreen. Als nächstes kann ich das Display herunterklappen und somit das Gehäuse schließen. Dabei muss ich beachten, dass ich auf der Oberseite das Display am Gehäuse einhake und dann mit etwas Druck das Display im Gehäuse einhake. Um die Reparatur dann abzuschließen, müssen nur noch die beiden Pentalobe-Schrauben links und rechts von der Ladebuchse angebracht werden. Dein iPhone ist jetzt repariert und ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Solltest du an einer Stelle doch nicht weiterkommen, kontaktiere mich über idoc.eu, ich werde dir gerne helfen. In unseren How-To-Videos findest du schon einige Problemlösungen und Tipps und Tricks für dein iPhone. Schau dir doch die Videos mal an oder besuche uns auf Facebook.